Ne? Moin. Herzlich willkommen zurück bei Foundation und letzte Folge haben wir hier uns nach hier hinten ausgebreitet, haben hier einiges an neuen Rohstoffen aufgebaut, haben diesen Wehrturm hier oben gesetzt. Ich hoffe, dass der diese Folge auch fertig wird. Ja, also erstmal recht herzlichen Dank an euch, weil der Support an diesem Let's Play ist enorm groß. Also einerseits durch Klickzahlen, andererseits durch neue Abonnenten, die dazugekommen sind. Hallo, willkommen an die neuen Zuschauer. Und darüber hinaus natürlich auch die Resonanzen, die ich bekomme. Also positiv, wie auch ab und zu schon mal ein bisschen konstruktive Kritik. Aber da muss ich euch auch loben. Es ist wirklich fast zu 99% alles konstruktiv. Es ist nichts Beleidigendes mehr dabei. Das ist, ist gut abgeschaltet geworden. Von daher läuft das. Ja, also so viel dazu. Ich habe mich mal wieder mit dem ein oder anderen Kommentar auseinandergesetzt und habe mir da ein bisschen was aufgeschrieben. Da gehe ich mal ganz kurz drauf ein, weil wir haben diese Folge 5 Punkte abzuarbeiten, was ich gerne machen möchte. Ein Kommentar kam jüngst noch dazu. Da stand drin, dass man die Einwohnerzahl, also die Zugewanderten, die kann man abstellen, also dass man davon nicht zu viele hat. Das muss ich noch herauskriegen, wie das funktioniert. Da habe ich noch nicht auf warte ich sonst noch auf Antwort von demjenigen, der das hier guckt. Oder es weiß auch vielleicht jemand anders von euch, wie das funktioniert. Aber weiß ich jetzt auch gerade noch gar nicht, ob das überhaupt nötig ist, dass wir das machen. Weil unter einerseits auch ein Punkt dabei, den wir diese Folge abarbeiten, der halt ein Stück weit auch damit zu tun hat. Also Punkt 1 wäre, dass wir einen Speicher bei der Mühle bauen und Beeren und Weizen und Mehl sowie Brot dort einlagern. Das wäre dann hier irgendwie. Das hat den Vorteil, dass wir die Wege verkürzen, die Laufwege für die Sammler und für die Träger. Dann wollen wir den Markt erweitern, um dort Beeren, Brot und Fisch anzubieten. Ich glaube, das tun wir hier schon. Hier haben wir Beeren und Käse. Entschuldigt. Und hier haben wir... Hier bieten wir Fisch an. Okay, das heißt, wir könnten jetzt eigentlich noch Brot anbieten, indem wir hier einen neuen Stand noch dazu ergänzen. Und hier verkaufen wir tatsächlich nur Brot. Bedeutet, hier oben kommt auf jeden Fall noch ein neuer Markt hin. Hier kommt noch ein Stand dazu. Und das um so viel plus, dass wir auch alles anbieten können, was wir haben. Dann Bauhütte verbessern bzw. ausbauen. Das habe ich mir mal angeguckt. Da habe ich tatsächlich nichts gefunden, wie das möglich ist. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Bauhütte. Ja, also ich finde, ich habe hier keine Wartungskosten. Also ich habe jetzt hier nicht so wirklich die Ahnung, wie man das hier ausbauen sollte. Also ist das, dass man das verbessert. Wenn ihr da eine Idee habt, gebt mal eine Rückmeldung. So, Ansehen der Wohnbereiche anzeigen bzw. Schafstatue bauen. So, wir können auf jeden Fall noch hingehen und diese Schafstatue hier bauen. Das sollten wir auch tun, weil das das Ansehen erhöht. Das ist auch die erste, die wir bauen können. Die anderen können wir noch nicht bauen, weil wir den Marmor noch nicht haben. Oder Granit. So, und dann zweites Gebiet kaufen für mehr Wohnraum, weil wir bisher uns nur hier drauf beschränken. Da sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir das auch machen, indem wir ein neues Gebiet bauen. So, jetzt gehen wir aber erstmal hin und starten das Game. So, und jetzt würde ich als allererstes mich mal um dieses Marktproblem kümmern. Hier ist auch jemand zugewiesen. Ja, genau, 2 von 2. So, jetzt schauen wir mal gerade. Wir bauen hier auf jeden Fall nicht. Oh, verdammt, jetzt habe ich das... Ach, schade. So ein Mist, jetzt habe ich das komplett abgerissen. Moment, das müssen wir jetzt schnell mal neu bauen. Wo ist das? Hier? Ne, da. Logistik war das, alles klar. So, zack. Peng. Wie war das nochmal mit dem Drehen? Ah, so. So. So, dann ein von den Dingern. Und noch einen zweiten von denen. So, dann. Das ist halt ein Zielelement. Komm, wir bauen den da auch noch so Standschilder hin. Sieht ein bisschen schöner aus. So, bauen. So, und hier unten, hier wird Beeren und Käse verkauft und hier wird Fisch verkauft. Das bedeutet, wir können hier noch Brot ansetzen. Also noch mit einem neuen Stand einmal Brot. Bauen. So, da müssen wir jetzt mal gerade eine Prio draufsetzen.
Und hier auch, damit wir das abhaken. Weil hier müssen wir jetzt noch... hier wird Fisch verkauft. Genau, hier müssen wir jetzt noch Brot hinsetzen, dass hier Brot verkauft werden kann. Und hier werden wir dann gleich Ressourcen zuweisen. Einmal Beeren. Ich glaube, da ist immer noch ein Stand zu wenig, oder? So, wir müssen auf jeden Fall, was ich auch noch machen möchte, ist das Herrenhaus erweitern, damit wir eine größere Schatzkammer bekommen. Ein Hauptgebäude. Genau, bauen. So, jetzt sind hier auf jeden Fall schon mal gut welche Sachen fertig. Ressource zuweisen, Brot. Hier Kleidung. Käsebeeren. Jetzt wird hier gleich auch das letzte fertiggestellt. So, und dann können wir hier jetzt noch Fisch verkaufen. Dann haben wir hier alles. Fisch, Käse und Beeren. Ah ne, Quatsch. Hier wird der Fisch. Hier muss Brot rein. So, zack. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall gutes Einkommen. So, wir haben hier unten 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich auch noch so einen Stand. Bauen. Setzen mal dahin. So, Brot, Beeren. Ach, hier Ressource. Käse und dann fehlt der Fisch nur noch. Okay. Dann haben wir auf jeden Fall zwei Marktplätze, auf denen alles verkauft wird, was wir derzeitig herstellen. Außer die Milch. Die muss noch, da müssen wir noch mal gucken. Die können wir hier aber bisher auch noch gar nicht reinhauen. Es kommen immer mehr Bewohner. Wir kriegen mehr, mehr Arbeitslose. Das ist ein Problem. Ach, guck mal hier. Einwanderung. Ach, guck mal, da haben wir es doch schon gefunden. Das mit dem Einwanderungskram, das hat sich auf jeden Fall jetzt hier schon mal erledigt. Machen wir hier mal ein Plus hin. So, Einwanderung aktiviert. Upgrade erlauben. Unterkunft. Verdichtung erlauben. Wir lassen das mal noch mit der Einwanderung, weil ich möchte ja diese Folge auch auf jeden Fall noch ein nächstes Gebiet einkaufen. Da würde ich mich tatsächlich... Ah, die Erweiterung ist hier jetzt auch gekauft. Ist schon fertig gemacht. Moment, wir müssen erstmal gerade hier jetzt nachgucken. So, große Halle, Hauptgebäude. Hauptgebäude, keine. Schatzkammer. So, jetzt können wir schon 1250 hier haben. So. Alles klar. Was mich jetzt tatsächlich mal interessiert hier ist... Ach so, man kann das grundsätzlich zur großen Halle machen. Aber man kann nur eine große Halle und ein Vogtbüro haben. Eine Schatzkammer kann man immer mehr machen, aber das andere geht nur einmal. Okay. So, die Bewohner haben sich entschieden, nicht zu bleiben. Das stört mich gerade tatsächlich gar nicht. So, was ich mal gerade gucken wollte, wäre hier mit dem Handeln... Weil hier können wir das freischalten. Jetzt können wir nämlich hier weiter Sachen verkaufen. Er möchte kaufen Stahl. Er möchte auch Fisch kaufen. Das ist gut. Er möchte verkaufen Fisch. Und der hier unten möchte auch Fisch kaufen. Das heißt, Fisch können wir eigentlich erhöhen im Verkauf. Weil wir jetzt zwei Handelspartner haben, die das kaufen möchten. Fisch verkaufen. Kaufen bis das Inventar... Ne, wir wollen verkaufen. Oberhalb dieser Stückzahl. Wir machen mal 50. Fisch haben wir wie viel? 135, das passt. Sehr gut. Gut, so, jetzt müssen wir mal gucken mit einem neuen Territorium. Ist das hier fertig? So, jetzt haben wir keine Arbeitslosen mehr, jetzt sind wir nämlich hier. Militärmission verfügbar. Scheiße, es wird immer mehr. So, Beförderung. Mal eben hier reingucken. Ich würde nämlich jetzt gerne nicht zu gemeiner. Ich würde gerne auf Bürgerliche gehen. Genau hier. Wir haben Bürger. Wie viel brauchen wir denn? Hier, 20 Bürgerliche für Jagdhütte.
Also ab 20 Bürgerlichen bekommen wir auf jeden Fall neue Sachen. Das ist schon mal gut. Die Taverne kriegen wir dann auch. So, das bedeutet... Ach, Moment mal, was wir dafür auch noch brauchen, ist wahrscheinlich ist auch Prunk oder so. Ja, aber hier haben wir 40, hier 13. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. So, dann, Beförderung zu Bürger. Wie viel haben wir davon? 4. Beförderung zu Gemeiner. Die Bedürfnisse der Einwohner müssen die Beförderung erfüllt sein. Mhm. Beförderung zu Bürger. Wo ist denn der Unterschied? Es gibt hier aber auch Unterschiede zu Bürgerliche und dann gibt es Bürger und Mönche. Leibeigene. Ich glaube, das ist vom von der Begrifflichkeit her nicht korrekt miteinander verschmolzen, oder? Vertue ich mich da? Ich glaube, dass die Bürgerlichen die Gemeinen sind. Und dass die Bürger ganz unten, das sind dann die... Ja, okay. So, wie sieht's aus? Das können wir ja auch... hier kann man das auch gucken, ne? Rekrut. Rang. Gemeiner. Wie viele Gemeine sind das denn? Muss man das wirklich einzeln zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, 16, machen wir noch 4. So. Ha, seht ihr, das hat geklappt. Jetzt können wir uns hier die Jagdhütte holen. Und hier unten die Taverne. Brauchen wir aber noch die 20 Prunk. Okay. Aber das hat geklappt. Gut, das ist schon mal gut. So, jetzt können wir hier noch ein paar Leibeigene befördern. Bisschen Geld haben wir noch. So, das reicht dann jetzt aber auch. So, peng. Möglichkeit 20 Tage übrig. Ah, das sind Möglichkeiten. Das müssen wir auf jeden Fall nicht machen. Das können wir machen, aber wir müssen das nicht. So, das lassen wir dann erstmal offen stehen. Wir kümmern uns erstmal um andere Sachen. So, wir haben auf jeden Fall keine Wohnfläche niedrig. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall uns mal um Wohnfläche kümmern. Gucken wir mal ganz kurz hier noch rein. Da haben wir jetzt die Fassbinderei bekommen. Okay. Und bei Nahrung haben wir Hopfenfarm und Brauerei erhalten, die wir mit Sicherheit für die Taverne brauchen. Ein Haus wird ausgebaut. Okay, jetzt gucken wir gleich mal direkt als nächstes. Wie sieht es denn hier mit Territorien aus? Ausgaben 500 Münzen. Also das hier würde, glaube ich, wäre, glaube ich, ganz gut für ein neues Wohngebiet. Das hier würde ich mir wieder ein bisschen Industrie, also Fisch und Wohngebiet draus machen. Und hier würde ich halt ein paar Stände aufbauen. Ich würde als erstes das Wohngebiet auf jeden Fall ausbauen wollen. Kein Zugriff auf Komfort. So, jetzt haben wir das Geld ausgegeben. Kann ich da jetzt bauen? Oder denen sagen, ihr könnt da ein Wohngebiet draus? Ah, ja, alles klar. So, das hier darf alles Wohngebiet werden. Stand und sowas und Kirche kommt hier alles noch hin. Keine Sorge, das machen wir noch. So, jetzt bauen wir da auf jeden Fall erstmal eine Kirche noch hin. Und einen Markt. Kirche. Ah, die bauen da auf jeden Fall auch schon. Setzen wir die Kirche besten mitten rein. Hauptgebäude. Zweites direkt daneben. Damit wir hier auch genug Leute untergebracht kriegen. So. Einen Turm. Kreuz drauf. Eine Tür. Eine Holzerweiterung. Und noch eine. So, bauen.
So, und dann müssen wir hier noch einen Markt bauen, damit die Attraktivität checkt, dass die Leute hier auch wohnen wollen. Marktplatz. Ich würde sagen, setzen wir direkt hier neben die Kirche. Ich hoffe, das ist jetzt nicht völliger Mumpitz, was ich hier mache. Gut, da bauen auf jeden Fall schon mal die Leute. Hier wird auch gebaut oder ausgebaut. So, wir brauchen auf jeden Fall auch noch ein Territorium. Oh, das hat er jetzt schon gekauft. Da muss ich mich ein bisschen drauf einschießen, dass er das, wenn man direkt klickt, dass dann auch direkt gebaut wird. So, da machen wir auf jeden Fall kein Wohngebiet draus. Abbau könnte man da oben machen, aber wir bauen jetzt hier erstmal ein Lager hin. Speicher für Essen, genau. Lagerhaus haben wir hier vorne noch eins stehen. Köhlerei wäre eine Idee. Eisenschmelze, also dass wir uns mal ein bisschen um Schmiede kümmern, damit wir halt auch Werkzeuge herstellen können. Dann müssen wir die nicht einkaufen, wisst ihr? So, wir müssen auch nach Mineralien noch suchen, ist mir gesagt worden. Weil hier in diesem Bereich gibt es wohl Mineralien. Da müssen wir mal noch gucken, wie das genau vonstatten geht. Da bin ich nämlich gerade noch nicht ganz so auf dem Punkt, wie das funktioniert, aber das kriegen wir bestimmt auch noch hin. So, warte, die Köhlerei, die ist ekelig. Die setzen wir mal hier oben auf den Berg. Da will, glaube ich, also bei Anno ist das so, dass da keiner neben wohnen will, weil die zu stinkt. So, bauen. 20 Werkzeuge. Dann haben wir 30, okay. Köhlerei, priorisieren. Wir haben genug Baumeister. So, dann, wir lassen erstmal die Köhlerei, dass er die baut. Und dann gucken wir weiter. Hier wird das Lager gebaut, genau. So, wir haben auch zwei Bauhütten, das heißt, wir müssten eigentlich 6 Baumeister auch haben. Hier rennen jetzt auch Soldaten rum. Finde ich ja total lustig, ne, dass die da so auch so stehen. Müssen wir uns auch noch um Waffen kümmern, denke ich mal, später, zum späteren Zeitpunkt. So, hier werden auch Steine fleißig abgebaut. Das sieht aber auch gut aus hier oben mit Steinproduktion. Das sieht gut aus. So, Mineralien, wie kann man denn Mineralien checken? Nicht Favoriten. Mehl. Milch. Wieso wird keine Milch produziert? Warte mal, müssen wir im Lager gucken. Mehl. Das war die Bäckerei, entschuldigt. Das ist die Weberei. Schneiderei. Hier, das ist das Milchding, ne? Ah ja, produziert Milch und macht daraus Käse. Ach, brauchen ja gar keine Milch, wird der Käse draus produziert, so. Ja, das mit den Mineralien. So, wir gucken mal gerade ins Buch. Mineralien suchen. So, Mineralien suchen. Jede Karte fügt bei Reihe von Ressourcen, die erkundet werden können. Die Ressourcen sind zunächst unbekannt, können aber von einem Vogt erkundet werden, um ihre Geheimnisse zu entdecken. Könnt ihr Mineralien, Sichtbarkeit der Mineralien absolut hervorheben? Kann man zu... Okay, also es muss wohl im Herrenhaus gehen mit dem Vogt. Mineralien vorkommen. Ja, liebe Leute, also es tut mir leid, ich habe das Spiel tatsächlich mal deinstalliert, neu installiert. Ich hoffe, dass es jetzt besser läuft. Also es ist mir jetzt zweimal abgeschmiert und ich weiß gerade tatsächlich nicht, woran es liegt. Ich habe da auch Kommentare zu erhalten von euch, dass das bei euch tatsächlich noch nie passiert ist. Also muss ja dann vielleicht gegebenenfalls auch an mir liegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht installierst du es mal auf einer anderen Platte oder so, aber alle anderen Spiele auf dieser Platte laufen ohne Probleme. Das ist das einzige Spiel, wo ich diese Probleme habe. Dementsprechend kann ich es euch tatsächlich nicht erklären, woran es liegt. Rohmaterial fehlt für... Ach, um hier die Käserei? Nee. Hä? Ach, in der Käserei fehlt Rohmaterial. Okay.
Dem können wir ja Abhilfe schaffen, indem wir eine zweite, einen zweiten Milchhof bauen. So. Köhlerei gebaut. Sehr gut. Wir haben drei Arbeitslose. Die packen wir direkt da rein. So, die funktioniert jetzt gut. Ja. Effekte. Die Lerngeschwindigkeit im Job ist... Achso, wegen dem Vogt. Alles klar. Beförderung verfügbar. So, wir können mal wieder ein paar Leibeigene zu Bürgern machen. Zu Gemeinen machen. Bürgerlichen. Und Bürger könnten wir aber auch weiter... ja, aber das finde ich ehrlich gesagt noch ein bisschen blöd hier. Der ist total unzufrieden. Es fehlt Wasser, Nahrung, Komfort, Gottesdienst. Achso, das ist wahrscheinlich einer im neuen Gebiet. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch drum kümmern. Hier werden wir auf jeden Fall mal ein paar von mit reinnehmen. Dass wir so bei 500 sind im Geld. Sehr gut. Hat tatsächlich mit allen geklappt. Top. Ja, der Gottesdienst wird hier ja gebaut. Wir müssen hier aber noch einen Brunnen bauen. Marktplatz gebaut, sehr gut. Wir haben gerade keinen weiteren Arbeitslosen. Das bedeutet, da haben wir ein Problem. So, auf jeden Fall wird hier Fisch, Beeren und Brot. Käse fehlt hier noch. So, zack. Nehmen wir hier vielleicht einen weg. Ah ne, da sind nur drei drin. Wie viele Soldaten haben wir im Moment? Zwei, okay. Ist auch ein bisschen mager, ne? Hier sind zwei von zwei drin. Im Steinbruch hier. Ne, im Lagerhaus da sind. Da ist mir einer zu viel drin. Das drei, da reichen auch die. So. Zack, fünf Stück. Also ich finde, es ist wichtig, wenn wir da auf jeden Fall, müssen hier auf jeden Fall auch gucken, dass die Leute genug Nahrungsmittelzugang bekommen und Wasser vor allem auch. So, die Kirche sollte jetzt bald auch mal dann fertig werden. Wie sieht es da aus? Ja, also Kirchenbau dauert immer einen Moment länger. Deswegen müssen wir da gucken, dass wir da jo, einigermaßen mit klarkommen, mit dem, was wir da haben. So, das priorisieren wir auch mal, damit der Milchhof hier mal aus der Pötte kommt, damit hier mehr Milch produziert wird. Ich weiß tatsächlich auch nicht, ob wir hier vielleicht zu viele Kühe drin stehen haben. Könnte auch möglich sein. Vielleicht sollten wir hier auch noch einen logistischen Speicher hinsetzen für Nahrungsmittel. So. Der hat aber Zeit, der muss nicht direkt fertig werden. Hier ist erstmal 100 Mehl drin. Beeren werden hier eingeladen. Okay, alles klar. So, die Köhlerei. Da wird auch schön gearbeitet. Sehr gut. Niedrig. Was ist hier niedrig? Einwanderung ist niedrig. Zufriedenheit durchschnittlich. Beschäftigung hoch. Wohnfläche niedrig. Das mit der Wohnfläche verstehe ich nicht so ganz, weil hier ist ja ein Riesenbaugebiet, wo die bauen könnten. Also... Ich meine, man könnte noch hingehen und denen hier erlauben zu bauen. Aber da muss halt später dann eben auch noch was anderes hin. Ne? Also da muss ja auch noch hier der Kram hin, um Werkzeug herstellen zu können. Ich glaube, ich kaufe gleich einfach noch ein zweites Ding. Minus 5. Komfort fehlt. Komfortmangel, okay. Ich erlage Unterkunft in der Nähe des Arbeitsplatzes zu finden. Da geht es um die Weberei. Wasser, Nahrung. Komfort, Komfort, Komfort. Also die schreien hier alle nach Komfort. Okay, wir kaufen ein neues Terrain. Und zwar das hier und machen hier direkt auch noch Wohngebiet draus. So, ich glaube nicht, dass man auf dem Wasser bauen kann, oder? Können die auf dem Wasser bauen? Jetzt können wir hier auf jeden Fall noch hingehen und weiteren Fisch abbauen. Das ist gut. Essen. Fischerhütte. So, Zufriedenheit. Komfort minus 10%. Wasser, Nahrung, Komfort, Gottesdienst. Gottesdienst kommt hier ja gleich. Meine Gott. Nahrung haben wir hier. Wasser. Wir haben hier nur einen Brunnen, ne, in der Ecke. Wir müssten hier vielleicht mal einen zweiten Brunnen bauen. Brunnen.
So. Das sollte es dann aber jetzt hoffentlich dann zumindest damit gemacht haben. So, ich speichere jetzt hier zwischendurch zeitlich mal manuell. Mineralien werden hier immer noch nicht gefunden. Da müssen wir wohl immer noch. Der ist immer noch damit unterwegs. Okay. Gut. Wasser dürfte jetzt auf jeden Fall genug da sein. So, jetzt kümmern wir uns hier vorne mal darum, dass wir hier auch an Werkzeuge kommen. Die Schmiede. Also die Köhlerei, die stellt Kohle aus Holz her. So. Und der hier stellt aus Eisen und Kohle Eisenerz her. Und der wiederum aus Eisen und Kohle. Okay. Aber wie kommen wir an das Eisen? Moment, bin ich jetzt blöd? Ach, der stellt Eisen her. Alles klar, die Schmiede. Okay. Setzen wir die auch hier oben auf den Berg. Ist das nah beieinander? Bauen. So, und der hier stellt ein Werkzeug aus Kohle und Schmiede und Eisen her. Okay, das können wir ja auch hier hinsetzen. So, zack. Bauen. Sieht das hier mit der Kirche aus? Also der Bau von der Kirche, der dauert wirklich lange. So, jetzt sind wir da aber, glaube ich, langsam mal fertig, oder? Bringt beim Klerus 11 Prunk. Das ist bei der auch so, ne? Die sogar 13. Ja, wenn die jetzt gleich fertig ist, können wir hier auf jeden Fall auch noch weitere Leute rein unterbringen. Das ist gut. So, ich mache die Folge auf jeden Fall einen kleinen Ticken länger, weil, wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, wie viel da mit den Abstürzen draufgegangen ist. Ja, das weiß ich nicht, ob das so klug ist, ob wir da unsere Leute jetzt schon in den Krieg ziehen lassen. Soll der König mal alleine machen? Findet der wahrscheinlich nicht so cool, aber ich möchte da gerade noch nicht unbedingt mitmachen wollen. Wahrscheinlich ist es auch am klügsten, wenn man das Ganze mal von oben betrachtet, wenn man im Kern alles drumherum verbaut mit Behausungen und dann da drumherum alles an Industrie und so aufbaut, weil wir haben ja auch immer wieder das Problem, dass die Leute danach schreien, ja, wir kommen aber nicht so gut zu unserer Arbeit hin. Dorfkirche gebaut, sehr gut. So, wie viel Platz haben wir denn da? 2, 4, 50. Ja, das ist doch gut. Da haben wir jetzt auf jeden Fall so viel Platz, dass alle einen Platz in der Kirche bekommen können. So, jetzt werden hier auch weiter Häuser gebaut. So, die Zufriedenheit dürfte aber jetzt auch hochgehen. Der Gottesdienst minus 2%. Komfort 9, Nahrung, Wasser. Ja, das geht alles hoch, sehr gut. Der Brunnen wird jetzt hier gerade auch gebaut. Da ist auch ein Brunnen, da ist ein Brunnen. Da wird auch ein Brunnen gebaut. Ah ne, Quatsch, das nicht. Das ist ein Haus. Da habe ich doch einen Brunnen hingesetzt, ne? Da. So, der sollte auch mal fertig werden dann bald. Arbeitslose haben wir gerade keine. Jetzt hätte ich hier noch einen Soldaten hinzugefügt. Weil Zuwanderung ist dann doch irgendwo ein wichtiger Punkt. Also ich habe mittlerweile verstanden, wo man das eindämmen kann, indem man hier quasi hier drauf drückt und das ausschaltet. Aber das lassen wir mal. Ich brauche halt mehr Leute. Ja, wenn die sich alle nicht niederlassen wollen, haben wir natürlich im laufenden Prozess irgendwann auch ein Problem. Ist auch nicht so geil, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir die Attraktivität ein bisschen in die Höhe schrauben. Aber 79, 80, Komfort, Nahrung. Wasser haben sie jetzt genug? Nahrung bekommen die aber nicht genug. Wasser wieder problematisch. Komfort. Das mit dem Komfortmangel, das verstehe ich noch nicht so ganz. Die haben doch einfach den. Oder es liegt daran, dass die Häuser nicht schnell genug gebaut werden. So, hier, Baumeister, priorisier den Scheiß mal. So, priorisieren. Priorisieren. Wahrscheinlich liegt es auch mit daran, dass die halt einfach nicht schnell genug ihre Behausungen bekommen.
Lagerplatz voll. Da wird Bäckerei, da wird Brot hergestellt. Ne? Brot ist hier voll. Brot ist hier auch fast voll. Hier hatten wir auch irgendwo noch so ein Ding. Hier, der ist noch nicht fertig, okay. Ja, dann müssen wir da gerade einen Moment warten. So, kein Zugriff auf Komfort. Ja, gut, das ändert sich hoffentlich, wenn die Häuser jetzt hier bald mal gebaut werden. 10 von 10 Holz, 10 von 10 Holz. Häuser werden aber gebaut. Brunnen gebaut, sehr gut. Wasser, wo ist denn das Problem mit dem Wasser? Also ganz ehrlich, hier ist ein Brunnen, da ist ein Brunnen. Da steht ein Brunnen, hier steht ein Brunnen. Also die müssen doch eigentlich genug an Wasser rankommen. So, Haus fertig. Komfort geht auf jeden Fall runter. War eben noch bei 10, jetzt sind wir bei 8. Das Problem ist, Häuser können wir selbst halt nicht bauen. Ne? Die müssen von denen irgendwie angedacht werden. Und sobald das der Fall ist, dann können wir den Bau davon priorisieren. Das geht dann schneller. Ne? So. Sehr gut. So, Häuser auf jeden Fall jetzt erstmal auf Prio-Liste setzen, damit wir da einigermaßen schneller vorankommen, damit die sich auch wohler fühlen. Weil das scheint ja ein Riesenproblem zu sein. Das wird auch gebaut, sehr gut. Hier sind wir fertig. Da können wir aber keinen reinsetzen, das ist gerade doof. Hier sind 4 Träger zugewiesen. Da holen wir mal einen raus und setzen einen hin in den Milchhof. So, jetzt dürfte aber auf jeden Fall auch genug Milch produziert werden, um Käse herzustellen. Komfort minus 6, sehr gut. So kriegen wir das also runter. Da haben wir auf jeden Fall auch wieder gelernt. Also ich habe da wieder gelernt. Hier wird noch gebaut. Hier wird auch gebaut. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Einwohner, damit wir die Jobs auch alle bestücken können. Eine Bitte vom Bote der Audienz. Volk, ne, warte mal gerade, wir gucken mal eben nach. Weil wir bekommen ja auch immer Ansehen, Einfluss. Und König machen wir jetzt mal. ...20 Tonnen Fisch. Wir haben 52 Tonnen, warum geht das jetzt nicht? Liefere 20 Tonnen. Sammle 20 Tonnen Lagereinrichtung, Lieferung bestätigen. Hier sind 5. Da ist nichts. Wie viele Träger sind hier? 4, ne? Okay. Das priorisieren wir mal. Das auch. Ja, Komfort wird langsam besser. Ja, das ist jetzt gerade ein Problem mit dem Fisch für den König. Weil ich den gerade so nicht eingelagert bekomme, weil der halt anscheinend sehr gut verkauft wird. Maximaler Lagerstand, Lager leeren, maximaler Lagerbestand. So, sehr gut. Komfort geht hoch. Also wird weniger. Eisenschmelze gebaut, unzureichende Behausung. Und ja, dann, ich kann nicht mehr tun, als denen erlauben zu bauen. Also von daher baut einfach mehr und dann kriegen wir das irgendwie gemanagt. Ist das Lager hier unten fertig? Noch nicht ganz, okay. Träger können wir reinholen. So, die Eisenschmiede, da brauchen wir jetzt auch wieder neue Leute. Ziehen wir die Soldaten mal hier eben alle raus. Ich weiß, das werdet ihr jetzt als völligen Schwachsinn vielleicht empfinden, aber ich brauche hier ja Leute, die hier arbeiten.
Und solange wir keine Zuwanderung bekommen, neue, aufgrund von mangelndem Komfort oder Gott weiß was, müssen wir hier gucken, dass wir da aus den Füßen kommen. Immer noch nur 5%. Ich glaube, wir werden hier mal eben gerade veranlassen, dass kein Fisch mehr verkauft wird. Damit wir diesen Punkt da unten noch abhandeln können. Verkaufen wir hier mal stattdessen Käse. Und hier Brot. So, jetzt wird ja kein Fisch mehr irgendwo angeboten zum Verkauf, außer im Verkauf für die Handelsgeschichte noch, ne? Handeln, handeln. Hier ist Handeln. So, Fisch. Ablehnen. Kein Handel. Okay, jetzt dürfte das aber schnell gehen, dass wir hier auf jeden Fall genug Fisch reinkriegen. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass die Leute hier immer andauernd irgendwie Fisch einkaufen. Also, dass die hier den andauernd uns abkaufen. So, speichern wir nochmal. Speichern. Spielstand. Speichern. So. Ja, liebe Leute, also wir haben uns hier wieder gut ausgebreitet. Die Abschürze, wie gesagt, tut mir leid. Da möchte ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, weil das habe ich jetzt schon dreimal getan. Das nervt ja irgendwann auch. Ich werde es auf jeden Fall so cutten, dass es euch nicht großartig auffällt. Ja, wir haben hier oben auf jeden Fall jetzt hier das Ganze so eingerichtet, dass wir auch Werkzeug bekommen in bald. Rohmaterial fehlt, ja, ist klar. Der produziert, das funktioniert gut. Hier fehlt Rohmaterial. Das Eisenerz. Moment, Kohle kriegt der. Eisenerz kriegen wir hier? Nee. Hä? Moment. Stellt aus einem Eisen und einer Kohle Eisenherz her. Und der hier stellt aus einem Werkzeug, stellt ein Werkzeug aus Kohle und Eisen her. Okay. Und der produziert Eisen. Wie kommen wir an das Eisenerz? Ich habe mich jetzt hier völlig verkalkuliert. Ihr habt ein Vorkommen gefunden. Haha, sehr geil. Wir haben ein Vorkommen gefunden. Sehr gut. Das kommt ja sehr gelegen jetzt gerade. Wie kommen wir an Eisenerz? Bin ich doof? Ich glaube, wir müssen Eisenerz aus einem Vorkommen bekommen, oder? Das könnte hier oben richtig blöd gelaufen sein, wenn uns das jetzt fehlt. Marmor. Okay, Vögtchen. Geh direkt mal auf ein neues. Wir brauchen Eisenerz. Ich hoffe, dass das hier unten irgendwie mit drin ist. Fischerhütte gebaut. Sehr gut. Ich befürchte fast, dass wir hier jetzt erstmal Leute rausschmeißen, weil uns fehlt Eisenerz für die Produktion. Hier. Kohle, Eisenerz. Eisenerz kriegen wir, glaube ich, nur in einem Vorkommen. Bedeutet, Köhlerei kann arbeiten. Die anderen entlassen wir hier mal. Weil das bringt uns nichts. Gerade noch nichts. Wir werden jetzt auf jeden Fall mit den neuen Mandaten hoffentlich dann etwas finden, womit wir dann an Eisen herankommen. Hier unten können wir auf jeden Fall einen Fischer reinsetzen. Dann hat der auch was zu tun. Hier im Lager fehlen uns auch noch Leute. Da können wir auch noch Sachen zuweisen. Da werden wir Käse zuweisen. Käse. Wo ist die Milch? Da ist die Milch. Ja, dann können wir eigentlich... Wolle geht hier ja nicht, weil das ist ja ein Material. Ja, dann machen wir nochmal Milch und nochmal Käse. Dann kann man hier auf jeden Fall gut reinknallen. Ja, wie gesagt, ne? Erstmal nochmal bedanke ich mich nochmal recht herzlich für den ganzen Support, der hier am Start ist, für diesen Kanal, für dieses Let's Play und für die anderen Sachen natürlich auch. Lasst mir mal irgendwie einen Kommentar da, warum die Einwohner alle abhauen. Wir haben ja eigentlich jetzt hier eine 91%ige Zufriedenheit. Die Häuser kann ich selber nicht bauen, bedeutet, wir müssen eigentlich gucken, dass wir hier so mit vorankommen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, läuft es doch eigentlich jetzt ganz gut. Ich hoffe, ich habe alles eingebaut, was ihr gut fandet oder was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. So, den König haben wir jetzt erstmal noch gerade zufriedengestellt. Wir pausieren mal gerade, weil jetzt steht die Beförderung an. Da würde ich mir gerne nochmal reingucken beim nächsten Mal. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Ich wachse ja mit euch hier rein. Von daher finde ich das ganz gut, wie ihr mich hier supportet, wie ihr mir immer gute Kommentare abgebt. Gebt mir mal einen Kommentar dazu ab, wie ich, wie gesagt, die Zuwanderung wieder ein bisschen erhöhen kann. Klar, mit der Zufriedenheit des Volkes, an das, da arbeite ich dran. Wasser, Nahrung verstehe ich nicht so ganz. Wir haben Marktplätze ausreichend gebaut. Wir haben Wasser ausreichend gebaut. Ist mir gerade noch ein Rätsel. Komfort, klar, da müssen wir noch neue Häuser bauen. Aber ansonsten gibt es da vielleicht noch andere Tricks, wie man da besser rankommt, um unsere ganzen Löcher zu stopfen. Wie komme ich an Eisenerz? Da komme ich, glaube ich, nur über ein Vorkommen dran. Wenn ihr sagt, nee, da kommst du auch so dran, haut's in die Kommentare. Ansonsten, glaube ich, habe ich aber alles
umgesetzt, was ihr mir hier in die Kommentare gehauen habt bei den letzten Folgen. Ja. Wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder bei Foundation oder einem anderen Let's Play. Das lasse ich euch überlassen. Danke für den Support nochmal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.